und herzlich willkommen zurück zur ersten Folge Space Engineers mit dem Beckmanus. Und dem Crabs One. Hi Leute, grüßt euch. Hallo. Hallo, ja. Hallo. Wir sind in unserer wunderschönen Base. Provisorischen Baucontainer Space. Space, Baucontainer, yeah. Oh, das könnte ein cooler Rap werden. Und jetzt gehen wir. Jetzt bauen wir ein großes Schiff, oder? Wir wollen ein großes Schiff bauen. Bist du drin? Jetzt haben wir unseren Sauerstoff draußen. Warum hast du aufgemacht? Ich habe nicht aufgemacht, ich habe die gerade zugemacht. Ach so, dann haben wir du hast sie aufgelassen. Zeitgleich gemacht. Aber du hast die erst schon aufgemacht, aber die zweite noch nicht zu. Okay, na gut. Aber wir hatten die Helme schon auf. Alles gut, von daher. Genau. So, großes Schiff. Wir brauchen Platz für. Okay, wir übertrieben groß, werden wir es auch nicht aber machen. Aber ich muss mal kurz was anderes fragen, bevor wir jetzt das große Schiff anfangen. Ja. Vielleicht geht das ja schnell. Wir haben ja hier dieses kleine Mining-Schiff. Ich denke, bevor wir das große Schiff fertig gebaut haben, wird das noch ein, zwei Mal zum Einsatz kommen, weil irgendwas fehlt ja immer, ne? Ja, richtig, klar. Wäre es möglich, auf die Base oder an die Base so ein, meinetwegen Entleerer zu bauen und hier so ein an das Schiff dran, dass man quasi da mit dem Schiff nur ranfliegt und den Container entleert? Ja, das müsste möglich sein. Weißt du, so, dass man, was man gesammelt hat, ranfliegt, bam, und in unsere kleine Raumstation hier quasi entleeren kann, ohne jedes Mal 20 Mal. Also direkt in die Raffinerie, meinst du? Entweder in die Raffinerie oder eben in Container halt, ne? Weißt du? Irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, machen wir das eben. Vielleicht die Raffinerie hier so noch so ein bisschen verkleiden. Und dann hier vorne so ein Entleerungsding. Muss nicht mal, ich will das direkt hier dran machen. Wo? Direkt hier an der Seite, wo eh schon die Öffnung ist. Ja, aber da ist ja hier so eine Kante. Das ist ja ultra kompliziert, dann wieder mit dem Ding da ranzufliegen, oder? Findest du, dass das kompliziert ist? Weiß nicht. Ich baue das Ding mal eben erst hier hin. Stahlbau klein, brauchen wir ein paar. Ah, super, jetzt komme ich da nicht mehr dran. Muss ich tatsächlich rein? Kann ich nicht auch vielleicht von hier drauf zurück? Nee, geht nicht. Moment, Produktion. Ich glaube, doch gar nicht. Sehr schön, das haben wir. Okay. So, das Ding ist fertig. Wenn man da dran geht, kann man auch darauf zugreifen, in der Mitte von dem Teil. Ja. Und hier machen wir einfach, das passt ja. Die Seite sammelt das ein. Und die andere gibt's und ab. Hier kommt ein Auswurf. So, das Ding heißt Verbinder. Ein Auswurf, ein Anus quasi. Ah, das ist ein Verbinder. Den Verbinder brauche ich nicht. Ich habe was Falsches. Ich habe was Falsches gebaut. Soll ich das abbauen, den Verbinder? Ja, genau, den kann man abbauen. Das ist jetzt ein Auswurf. Genau, den kannst du falsch machen, wenn du möchtest. Flüssigen Auswurf. Okay, das war vielleicht eine Überinformation. Zwei kleine Stahlrohre. Warte, lass mich die erst schnell rausholen. Ja. Muss, glaube ich, machen. Zwei. Ich komme nicht ran. Geht nicht. Gut, ich glaube, ich komme ran. Produktion. Firewall klein, zwei gemacht. Hergegeben habe ich. Ich komme manchmal auf die Taste J einfach. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil der auch K liegt. Der ist fertig. Dann der dahin. Der ist auch fertig. Haben wir hier noch Sachen drin? Nee, ne? Nee. Dann, ich steuere den mal von außen, um zu gucken, wie das geht hier. So schon aufpassen, ne? Du bist aber noch ein Stück hinter. Ja. Wir müssen einfach nur hier dran fahren. Hier, das reicht schon. Die Entfernung reicht. Dann müssen wir uns das nur einstellen. Bam, 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 bam. Wo ist der? Der Auswurf. Da. Block umschalten. Geil. Ja, nämlich lieber Zuschauer in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Direkt mal umgesetzt. Das ist natürlich geil, ne? Jo. Rauswerfen an, alles einsammeln an. Block umschalten mache ich mal auf aus. Ja, wenn ich jetzt die 5 drücke, dann und da was drin wäre. Okay, dann würde das. Wir können mal irgendwas in den Container reintun. Rauswamsen. Was tue ich denn nochmal rein? Ja, irgendwas ist da wurscht. Ah, ja. Ja, eine Panzerung. Ich hoffe, das geht mit den Sachen. Ja. Lol. Der schießt das hier rein. Ja, ich weiß. Krass. Der schießt das da durch und der Sammler sammelt das ein und bringt das weiter. Cooler Scheiße. So, genau. So kann man nämlich easy das Schiff entladen. Ne? Wollte ich nur mal anmerken.
So, na gut, dann Krabs, lass uns mal... Dann machen wir das Große. Lass uns mal das große Schiff bauen. Weil ich das mache hier... Ich muss ja nicht die ganze Zeit an sein. Wir bauen es... Keine Ahnung, hier hin. Das große Schiff. Das wird was, ja, das wird aber was. Bist du sicher, dass wir nicht ein bisschen zu nah an der Base sind? Ja, gut möglich. Weiß ja nicht, wie groß wir das bauen wollen. Das weiß ich nur auch nicht. Du weißt ja, Größenwahn. Ja, Größenwahn, da sind wir wirklich eine Ewigkeit dann hier erstmal, ne? Ja gut, hast du was auf anderes vor? Nee, gar nicht. Okay, nett. Das ist schon mal ein schöner Fuß. Hier kommen schon mal Blöcke. Gut, ne, dann hol ich mir mal ein paar Materialien, wa? Ja, das wird dauern. Materialschlacht. Das wird eine auf jeden Fall, das wird eine Materialschlacht. Ich meine, den Fuß brauchen wir hinterher auch gar nicht mehr. Gut, aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben ja hier so viele Materialien im Weltraum. Ja. Warum sollen wir die jetzt auch nicht nutzen? Ne, wär schon ja, richtig. Also meine Augen. Ich meine, wenn wir jetzt was ich unter einem großen Schiff verstehe, wenn wir das wirklich so bauen, komplett, dann ist der Asteroid hinterher leer. Naja, ist doch gut. Okay, dann mache ich erstmal ein bisschen Fläche hier. Ich wüsste jedenfalls nicht, was wir sonst machen sollten. Das ist ja das. Ja. Ja, wir könnten zum anderen Planeten, also zum Mars und zum Alien. Ja gut, aber ganz ehrlich, wir werden ja nicht durchgehend an dem Schiff bauen. Wir können ja durchaus auch dann einfach mal auch wohin fliegen, oder? Was erkunden gehen. Ja, ja klar. No. Wir können uns auch noch ein anderes Schiff bauen, ein kleines, wo wir beide rein können. Genau. Und das bewaffnen und auf Piratensuche gehen. Piratenstationen und so. Genau, genau. Also so, ne, das hätte ich sowieso vorgeschlagen, so ein Kampfschiff noch bauen. Ja. Wo wir die Piraten. Okay, lol. Was wo denn? Wir die Piraten einfach wegnatzen können. Ja, ich sehe gerade hier diese lange Leiste. Ja, das ist ja nur ein ganz kleiner Mini-Teil davon. Okay. Also, ich baue gerade den Eingang, ey. Das wird wohl größer. Wir wollten doch, wollten wir nicht ein großes Schiff? Großes Schiff ist gut. Okay. Leute, schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommandozentrale unter dem Video, ne, was ihr davon haltet, jetzt hier ein großes Schiff. Macht ruhig mal Vorschläge, was sollen wir bauen, oder was würdet ihr cool finden, was sollten wir vielleicht das große Schiff mit integrieren und so ein Zeug halt einfach, ne. Das wäre, was habt ihr vielleicht schon gebaut und alles, ne. Einfach mal da, einfach mal reinschreiben, Kommentare. Mäßig und so. Gut, Krabs, wir sind bei 8 Minuten. Willst du jetzt aufhören oder was? Quatsch. Klick, klick. Das wäre ja was. Klick, klick. Nee, 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 so geht's nicht. Das war ein Spaß. Ich weiß, du, dich kann man da immer so schön mit ärgern. Ja. Wenn man es schon so anfängt und sagt, gut, Krabs, ich bin aber schon, oh nein. Ja, wenn's, ich glaube, wenn ich nichts sagen würde, wären die Folgen bei Krabs immer über eine Stunde auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lang. Ich glaube teilweise sogar um einiges länger. Ach ja. Ja. Also materialtechnisch, ne? Können wir uns darauf einstellen, dass wir hier. Können wir uns warm einziehen. Ja, genau. Aber das macht nichts, wir haben das Material. Vor allen Dingen Eisen. Oder aber wir bauen hier auf dieser kleinen Plattform einfach. Eben schnell ein Projektor und ich projiziere die Exodus hier hin. Hatten sich ja auch teilweise die Leute gewünscht, ja. Ja, genau, richtig. Ich baue sogar gerade an einem anderen sogar noch. Okay. Aber dazu sage ich noch nichts. Der wird. Das ist geheim. Ja, es wird. Erst jetzt schon. Ja, da ist jetzt auf jeden Fall fast doppelt so groß wie die Exodus bisher. Krass. Es ist, wird ein schwerer Zerstörer. Okay. Ja, wie toll. Ich nenne ihn Bishop. Das kannst du direkt den ganzen Alien-Planeten wegspringen. Na, so ähnlich. Er kann sich auf jeden Fall verteidigen. Das kann er. Der Zerstörer, ne? Ja, das kriegt er hin.
So, ich weiß ja, mal munter und lustig. Crab setzt Blöcke und ihr könnt schon mal erahnen, was es eventuell wird. Weiß ja Crab selbst noch nicht. Ja, aber Krabs, du bist das Design. Du bist der Designer im Raum. Ja. Was? Schon wieder Enemy Detected? Ja. Das ist echt fliegt hin und her. Ich finde das, war das eigentlich was nur ein Spaß, aber ich finde das so lustig. Mittlerweile ist ja ist wirklich ganz lustig. weil er kommt der Station oder irgendeinem Schiff zu nah und das Schiff meldet sofort einen Feind. Hilfe, der will mich zerstören. Oh, Manus. Ja, genau. Erstmal Alarm schlagen. So. Wie sieht's denn aus hier? Okay. Also Stahlplatten habe ich auf jeden Fall erstmal ein paar mehr in Produktion, ne? Ja, gut. So 7000. Aber ich glaube nicht mal, die werden reichen. Glaube auch nicht. Ne, nicht mal ansatzweise. Aber was soll's, so ist es. Ja. So. Ich hab schon nicht mal mehr irgendwelche Sachen. Stahlplatten, um Blöcke noch zu setzen. Das stimmt, ja. Aber drin ist noch was. Ja. Aber nicht alles snacken. Ich hab jetzt gerade 391 aus dem Container genommen. Du produzierst ja noch. Ja. Alter, was das ein Gerät, ey. Voll das fette Teil. Ach, halt die Schnauze rein, oder? Junge, es gibt Quatsch von der Alten hier. Oh, das ist so herrlich. Was meinst du, könnten wir, an die Raffinerie noch so ein Teil dran bauen, dass es schneller produziert? Ja, klar. Nicht an den Assembler? So, an dem Assembler? Ich glaube beide nicht, weil der ist drin und zwar unten und ich glaube, dass wir nicht an die Dinger rankommen. Da müssten wir die komplette Base umbauen. Ach, Shitter. Könnten wir einen zweiten Assembler einfach bauen? Du kannst ja auch noch nebenbei was in dem... Ne, warte mal, habe ich den Strom komplett ausgemacht? Ne, ich habe nur die Triebwerke ausgemacht. Die haben wir ja gar keinen Assembler drin in den kleinen. Nee. Wo ist denn? Den Anhänger haben wir auch abgebaut. Ah, ja, komplett okay. Alles weggemacht. Ja. Ein zweiter Assembler geht nicht einfach? Ja, doch, geht. Also kann ich auch hier nach draußen bauen. Du möchtest. Kann ich. Moment, ich glaube, wir kommen sonst mit der Produktion echt so gut wie gar nicht hinterher. Ja, ist ganz klar. Also, den Rest kannst du fertig schweißen. Wir brauchen noch ein paar Herstellungskomponenten, Anzeigen und ein paar Computer. Also von allem nicht mehr viel. Also, Computer, eine Anzeige und Herstellungskomponenten. Okay, warte mal, ich muss erstmal meine Stahlplatten wieder verbraten. Mich. Bin ich hier durch? Oh, tatsächlich. Hier müssen wir auf jeden Fall so einen Computer dran bauen, der uns defekte Blöcke anzeigt oder nicht fertig. Auf jeden Blöcke. Fall. Auf jeden Fall. Das brauchen wir. Glaube ich, hat man hier verloren. Also, das Schiff, was ich gerade baue, ich habe noch nicht viel. Wie soll ich das sagen? Ein großes Schlachtschiff, ja. Also wirklich ein großes Schlachtschiff. Ha. Benötigt ja auch viel Personal, ne? Ja. Und ich bin noch nicht mehr mit der Außenhülle komplett fertig. Aber das Einzige, was ich schon gemacht habe, weil das so gut passte und ich gucken wollte, ob das da passt, sind die Wohnquartiere, beziehungsweise die einzelnen Räume. In der Richtung noch nicht. Und es sind 5 Etagen. Krass. Und die Wohnräume Etagen. Sind immer jeweils zwei. Ja, man hat innen drin Platz von 2 Blöcken. Nach oben. Also sind insgesamt mit Boden und der Decke sind 4 Blöcke. Aber was eigentlich egal ist, weil die Decke ist ja der Boden der nächsten Etage einfach. Okay. Kann ich das die Produktion stoppen und erstmal was anderes machen? Nee, den muss ich komplett rauslöschen. Nee, stoppen kannst du nicht. Muss komplett rausmachen dann. Anzeige, 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 Anzeige,
Anzeige. Überlege, ob ich jetzt schon anfange, ein paar kleine Triebwerke zu basteln, weil die hier gerade so gut hinpassen. Ich glaube, das ist... So, zack, 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 zack. Das ist fertig. Montieren. Stahlplatten. Elche. Wenn man alles hochkriegt, mal kurz beraten. Entweder wir bauen solche Triebwerke da rein. Ach nee, muss ich erstmal fertig schweißen, oder? Also irgendwas stimmt hier nicht. Warum? Warum? Ah, nee, 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 nee. Okay, passt. Mein Fail, mein Fail, mein Fail. Gut. So, warte, ich komme dich gleich beraten. Fix das Teil hier fertig bauen. Ja, die müssen wir fertig schweißen, ja, sonst will das nix. So, der andere Sampler ist fertig. Wie wird denn das jetzt? Ist der automatisch aktiv? So, automatisch? Nee, dann... Okay, das habe ich ehrlich gesagt, habe ich noch nie mit zwei Assemblern gearbeitet. Gar nicht, wie das jetzt genau funktioniert. Mal kurz gucken. In der Produktion siehst du ja trotzdem nur ein. Montageanlage. Montageanlage. Montage und Montageanlage 2 kannst du oben links auswählen. Wenn du, geh mal auf Produktion. Ah. Montageanlage und Montageanlage 2 ist da. Okay, dann muss ich hier mal das Eisen teilen. Eisen teilen? Ich würde das Eisen erst nur in einer lassen. Naja, aber dass die beide Stahlplatten zumindest produzieren. Ja. Darum geht es ja nur um die Stahlplatten. Ja, okay. Was soll ich hier links herstellen? Das geht nicht. Muss da oben machen. Was geht nicht? Die Triebwerkkomponenten. Ja, okay. Du müsstest da oben in dem machen. Warte mal, kannst ja oben die Stahlplatten mal rausnehmen. Genau. Ich weiß gar nicht mal, wie viel wir brauchen. Ich produziere erstmal so 100. Was brauche ich denn noch? So. Vergessen. Okay, alles klar. Stahlplatten sind am Schlüssel. Nein, nein, nein. Vergessen, na, was na, ich hier na, brauchte na. Für die. Das Komponenten. Ich glaube, das rechte Triebwerk ist günstiger. Dafür hat, glaube ich, das linke Triebwerk mehr Power. Mehr Power ist gut. Ich wollte jetzt einfach nur die beiden bauen, um dich quasi danach zu fragen. Ach so, welches besser aussieht? Okay, ja, warte. Ja, genau, richtig. Welches wir nehmen wollen. Was schon? Sag, wenn du fertig hast. Ja, mach ich. Bam, 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 bam. Die Stahlplatten gehen zur Neige. La, 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 la. Das aber weißt du, was schnell. Auch zur Neige geht? Was hast du? Weißt du, was auch zur Neige geht? Wenn? Unser Eisen. Also wir haben ja nur gerade eben erst was gesammelt, ne? Ja gut, aber Eisen haben wir gleich um die Ecke. Und das sammeln wir ja wirklich ultra schnell. Ich sollte, glaube ich, nur direkt mal welches holen, weil die Raffinerie braucht auch ein Stück, um das Ganze zu verarbeiten. So, warte mal. Stahlkomponenten, Moment, fehlt noch Stahlplatte ist weg. Wir fliegen mal schnell mit dem Schiff los, ja? Hier zum Achtung. Mach das. Irgendwann reiß ich dir ihren scheiß Chip raus. Genau deswegen sagt ihr das immer wieder. Weil sich das schon vorstellen kann. Naja. Enemy, helf mir, Krabs. Das sind eigentlich Hilfeschreie.
So. Ich hoffe, das reicht dir jetzt hier. Ah ja, genau. Bevor du... Bist du schon weg? Ja. Okay. Das gibt's doch nicht, was wollten mehr Herstellungskomponenten? Die wollten mich doch verarschen, ey. Warte mal, wie hast du das Licht hier ausgemacht? Mit L. Hat er recht. L wie Taschenlampe. Sind. So. Wollen wir mal ein bisschen Eisen hier an den Schlüssel bringen. So, wenn du wiederkommst, kannst du mir sagen, was dir besser gefällt. Linke oder rechte? Mach ich. Linkwerk. So, wie schnell man hier 15.000 Eisen sammelt. Ja, das ist gut. Und 15.000 ist nichts, ne? Wir sind im Endeffekt 5.000, 6.000 Stahlplatten. Oder vielleicht 7.000. Ja. Und das ist ja bei dem großen Schiff leider auch gar nichts. Ja, richtig, aber. Hey, aber schön, wenn es so schnell geht, ne? Was sagst du? Besser als keine Stahlplatten. Das stimmt. Das Schiff braucht eindeutig mehr Licht. Noch mehr Licht? Also ein bisschen an den Seiten, weil hier in diesem scheiß Asteroiden ist es so stockdunkel. Nee. Wenn man einen Hund im Arsch locht, ist genauso dunkel. Ii. Ui. Sehr ekelhaft. Wie viel kriegt man denn weg überhaupt? Okay. Also die Triebwerke werden, im Großen und Ganzen werden es wie das richtig teuer werden. Ja. Kann ich hier jetzt schon sagen. Na, Triebwerke, klar. Da wird Eisen nicht unser Problem werden, denke ich. Nee. Da werden wir alle Probleme haben. Aber das ist doch die Herausforderung, ja, die wir suchen. Ich habe bisher noch überhaupt kein Hydrogen verbraucht und ich verstehe nicht ganz, warum. Pass. Was? Ich habe bisher noch überhaupt kein Hydrogen verbraucht und ich verstehe nicht ganz, warum ich das noch nicht gemacht habe. Okay. Du hast gesagt Space Opas? Die Space Opas. Ja, suchen genau. Die Herausforderung. Ach, das ist die Erfahrung. Meinst du, die macht's grau dick? Oh. Die Erfahrung in Space Opas. So, ich komme zurück. Wollten wir an dem Schiff noch einen großen... Nee, an dem Schiff wollten wir keinen Bohrer bauen, ne? An das große Schiff. Sondern wir bauen hinterher ein kleines Schiff mit einem großen Bohrer, was da drin parken kann. Ist das richtig? Ja. War das so? So war das. Okay. Ansonsten könnte man hier so einen Bohrer hier hinsetzen. Wie meinst du das? Mal, zeig ich. Warte mal, ein kleines Schiff mit so einem Bohrer soll da drin parken, dann muss er mal ein bisschen größer werden, du. Ja, ungefähr. Sonst könnten wir hier so einen Bohrer dran setzen, aber der ist ein bisschen teuer. Wiederhole das nochmal ganz kurz. 4.000, nee, stimmt gar nicht, ich hab mich vertan. 22.000 Stahlplatten. Nice. Alter. Also, du siehst es ja gerade, ne? Das ja. Ist, glaube ich, zu groß. Oder nee, an den großen Schiff bauen wir keinen links dran, keinen Bohrer. Naja, wir bauen ein kleines Schiff mit so einem großen Bohrer, würde ich sagen, und das, was ja. Wir aber, dass wir das da drinnen parken können. Genau. Ich geh mal entleeren. So, das bedeutet im Endeffekt, es muss hier alles noch viel
breiter werden. Sonst können wir das Schiff nicht darin parken. Oh. Weiß, ist, glaube ich, ganz gut. Hast du schon ein Triebwerk angeguckt? Warte, warte, warte. Ich versuche gerade einzuparken. Hm? So, warte mal. Wie tue ich jetzt entladen? Klick mal. Drück allererstes mal K. Dann suchst du den Auswurf, ziemlich weit oben. K. Oder sag mal, auf was der Auswurf steht. Auf Aus? Auswurf, Block umschalten, aus. Der ist aus, ja? Ja. Ja, gut, alles klar. Dann kannst du da wieder rausgehen erst. Mhm. Dann drückst du G. Ja. Ziehst den Auswurf unten rein. Auswurf, ja. Und dann Block anschalten an aus oder umschalten an aus halt. Ja. Und dann kannst du ihn aktivieren. Und jetzt kannst du aussteigen und der schiebt das von alleine da rein. Der schießt das da von alleine rein. Ja. Du darfst nur nicht vergessen, wenn du das nächste Mal losfliegst, musst du den wieder ausschalten. Ansonsten wirft er es sofort aus, während du sammelst. Okay, dann muss er jetzt erstmal 75k Eisen hier reinschmeißen. Ja. Ah ja, hier unten die Triebwerke. Links oder rechts? Das ist schwer. Ja, ne? Welcher hat mehr das Power? Das linke ist ein bisschen teurer, bringt aber auch mehr Power. Das linke sieht gut aus. Aber das rechte sieht auch geil aus. Mhm. Das ist doch voll scheiße! Linke sieht halt so dezent aus, weißt du? Weil das siehst du so nicht. So ein bisschen versteckt. Welches? Linke oder das rechte meinst du? Das linke. Ja. Das linke siehst auch mehr du, Power hat. Sobald er damit Gas gibt, dann siehst du das. Ja, ja, aber wenn das auch mehr Power hat, dann sollten wir vielleicht das linke nehmen, oder? Okay, ist aber auch teurer. Ja, ja. Okay. Scheiß drauf, was kostet die Welt? Weiß ich also nicht. Die Sachen hier fertig gebaut? Achso, das... Habe ich hier Sachen verloren. Kannst du hier schnell einsammeln? Ja. Hier und hier oben fliegt gerade was weg. Barbara Groß fliegt hier weg. Warte mal, ich sammle hier gerade noch den Quark ein. Wo? Da oben. Bei mir hier. Okay, ja, hab alles. Tschüss. Soll ich das mal ausschalten? Nee, geht schon. Okay, ich bin so lustig, wenn ich das von hier höre. Mich stört die alte Bitch nicht. So. Ja, wird gerade schön Eisen produziert hier. Halleluja. Ja, ach nee, du hast der macht noch ein bisschen Nickel was zum Schweißen. Der macht gerade noch Nickel hier. Ich muss das mal umstellen, sehe ich gerade so. Hast du noch mal Stahlplatten rausgeholt? Ja. Ah, okay. Schon gewundert, weil das. Konnte jetzt eben gerade nicht hinhauen. Ah, du hast doch was geschweißt, oder? Nee. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Ich brauchte die Stahlplatten, um einfach hier wieder weiter Blöcke zu setzen. Ach so. Ja, stimmt natürlich. So, mein lieber Krabs. Nein. Diesmal sind es aber mehr wie 8 Minuten. Echt? Ja. Eindeutig. Ach du Scheiße, was soll denn das hier alles? Naja. Egal. Gut. Ja. Ich dachte, du hast noch ein bisschen was zum Schweißen. Manus kann in der nächsten Folge alleine machen, wo er nur schweißt. Ja, also wird die nächste Folge, das wäre ja optimistisch betrachtet. Ja, echt.
Ja, aber es gehört dazu, nützt nichts. Wenn wir ein großes Schiff bauen wollen, das geht halt nicht ohne. Ne? Und ihr wollt ja auch, ich denke es jedenfalls, dass es euch interessiert, mit dabei zu sein, wie das Ganze entsteht und dann nicht einfach so ein fertiges Produkt dastehen zu haben und jeder reibt sich so am Kopf, ey, wie haben die das jetzt gebaut? Wie haben die das gebaut? Wie haben die das gebaut? So seht ihr es eben, ne, von Grund auf. Ich denke, das ist immer ganz nice. Jedenfalls für die Leute, die es auch ganz gerne mit uns quasi so indirekt zusammenspielen und das Ganze ja auch nachbauen, ne? Richtig. Was haben die Leute eigentlich, das ist noch eine kurze Frage zum Abschluss an dich, was haben die Leute unter deinem Video geschrieben wegen dem zweiten Space Engineers Projekt, wo wir die Kreation von denen vorstellen? Das ist eine gute Frage. Weiß nicht mehr, okay, alles klar. Da müsste ich mal gucken, welche Folge. Vorletzte war es. Vorletzte Folge, dann muss ich mal gucken. Das Problem sind die ca. 200 Nachrichten am Tag. Ja. Die man, ja, da vergisst man einfach auch vieles. Aber muss ich nur unter die Folge gucken. Gut, dann ist diese Folge leider schon beendet. Obwohl, wir haben ja schon eine Fläche gebaut. Ich wollte gerade sagen, wir haben echt viel geschafft, finde ich. Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat und ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie euch das gefällt, was wir hier machen und so weiter. Und der alte Enemy, der Manus da. Ich bin ein Enemy. Enemy. Annemarie. Annemarie ist feindlich. Ja. So. Wer immer das ist. Gut. Schaut bei Manus vorbei. Oder bei Krabs. Richtig. Oder bei uns beiden, das geht natürlich auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Freunde. Tschüss. Tschüss.